Hallo Leute, willkommen zurück zu Clock Tower 3. Im letzten Part haben wir einen goldenen Ruder-Pfeil eingesammelt. Ich weiß noch nicht genau, wozu der dient, aber wir befinden uns jetzt wieder auf dem Friedhof und mal sehen, was jetzt passiert. Oh, gleich eine Cutscene. Alyssa! What chance does a pathetic little girl like you have to bring salvation to the dead Ruders? None! Okay, scheinbar haben wir jetzt die Macht, ihn zu bekämpfen. Endlich! Der Mörder unserer Mutter steht uns gegenüber. Wir werden sie rächen. Ganz brutal werden wir sie rächen. Chopper, dein letztes Stündchen hat geschlagen, glaub's mir. Und? Der Posefall quasi? So, Alyssa, bist du bereit? Ich bin es. Komm her. Chopper. Zum zweiten. Opfer 44. Strafe 921 Jahre. Und das Urteil werden wir jetzt fällen. So, wie funktionierst du nochmal? Mal kurz nachsehen. Ja. Muss nur kurz wieder in den Kampf reinkommen, keine Sorge. Hat alles seinen Sinn, was ich hier mache. Ich dachte eigentlich, dass der irgendwann mal seine Axt auf mich wirft oder so. Dachte ich, glaube ich eigentlich. Aber offenbar will er nicht so richtig. Ja gut, wir werden ihn trotzdem hinkriegen, keine Sorge. Zack! Wir haben ihm die Axt in die Fresse zurückgeschleudert. So, aber jetzt bann ich dich. Zack, hier hast du. Bisschen Abstand gewinnen. So. Und nochmal bannen. Hier. Du hast da hinten keine Chance, verstehst du? Du kannst einfach mal gar nichts. Willst du mir noch meine Axt entgegenschleudern, ja? Keine Chance hast du, kapiert? Na und? Hast du unserer Mutter eine Chance gelassen? Ich glaube nicht. Hier soll es jetzt genau gleich ergehen. Stirb! Ja, wie gefällt dir das? Deine eigene Medizin, deine eigene Axt in der Fresse. Hier, bam, nochmal. Du kannst nicht entkommen. Du kannst nicht entkommen. Zack. Und super Angriff. So. Friss das heilige Licht, du Bastard. Nimm das. Verrecke! Nein, ich fall nicht drauf rein. Er lebt noch. Der Typ lebt tatsächlich immer noch. Aber keine Sorge. Er ist so erschöpft, ich kann ihn einfach ein weites Mal binden. Das ist kein Problem. Hallo, Axt? Hier muss ich irgendwie... ja, seine Axt fliegt nicht mal bis zu mir. So, das war's jetzt aber endgültig für dich. Wir haben es geschafft. Chopper ist tot. Und wir haben das Kleeblatt der Hoffnung gefunden. Sehr schön. Aber was nun? Da ist zu, überall ist zu. Ist hier unten auch zu? Ja, kann ich auch nicht mehr durch. Okay, dann gibt es nur noch einen Weg, den wir gehen können. Und zwar hier, wo wir die Rudergeister beim letzten Mal gesehen haben. Thank you, Alyssa. Thank you.
the subordinates. Don't let the ritual of engagement happen. Goodbye. Bye. Goodbye. Alyssa? Mum? Mum! Well done, Alyssa. Mum! It's not that easy, Alyssa. Alyssa, it is I who will carry out the ritual of engagement to become an entity. You have no choice but to succumb to my final subordinate and donate your heart. Alyssa! Yeah? For you. My mother was... What happened? What's the matter with your mother? What's this? My mum used to cherish this four-leaf clover necklace, but one of the leaves is missing. This is my last chance to see my mother again. I can't defeat the entity without all four leaves. Alyssa, it'll be okay. I'm here. I'll do anything to help you. Dennis! All the leaves will be found in time. You have to believe me, Alyssa. You're right. I'll find all the leaves and save Mum from the entities. That's the spirit. Don't forget, you can count on me. If there's anything I can do, just ask. One thing I'd like to know. What is this place? Ja, bitte speichern. Wow, unsere Mutter ist gar nicht tot. Gibt es immer noch eine Chance, sie zu retten? Oder war das nur ihr Geist? Ein Trick von dem Typen oder von der Entität. Er ist es ja, der das Ritual der Bindung vollziehen will. Und Dennis, ich mag dich immer noch nicht, aber vielen Dank, dass du mir zur Seite stehst. Kommst du jetzt mit? Ja, du kommst tatsächlich mit! Okay. Dann sei aber vorsichtig. Du bist kein Ruder so wie ich. Alyssa, wait for me! Ja, komm schon mit! Du bist der Typ hier. Ich bin nur ein 15-jähriges Mädchen. Knapp 15, wie auch immer. Wo sind wir denn hier gelandet? Dennis! Dennis! Where are you? Sis! What? But you said you wouldn't be back for another 6 months. I know, but that's her. No mistake. I'm sure of it. Linda! Wait, Dennis! Sis! I've come back, Dennis. I couldn't leave you in that house alone any longer. I'm here now. I've missed you so much, sis. Dennis, watch out! I missed you too, Dennis! Nice to meet you, Alyssa. You have some remarkable powers. But no one is powerful enough to defeat us. If you want your friend alive, give us your heart so we can create a new entity. Dennis! 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 Dennis!
Ach du Scheiße, jetzt sind zwei Untergebene gleichzeitig unterwegs. Ach du Scheiße, Foto der Mutter, okay. Scheiße, gleich zwei. Und habt ihr sie wiedererkannt? Ich habe euch doch im... Wow, ein Geist. Ich habe euch doch im vorletzten oder im letzten Part zwei Statuen gezeigt. Ja, das waren genau die zwei. Ach du Scheiße, aber erstmal Dennis' Brief an Linda. Hallo Schwesterherz, wie ist Afrika? Hast du Elefanten gesehen? Mir geht's ganz okay. Alleine zu wohnen ist allerdings ziemlich hart. Keine Ahnung, wie du es geschafft hast, mich aufzuziehen. Ich werde dir das nie ins Gesicht sagen können, aber ich schätze das sehr. Wenn du wieder zurückkommst, suche ich mir eine Arbeit und leiste meinen Anteil. Noch weitere 6 Monate? Die werden sicher schnell vergehen. Ich schreibe dir bald wieder, pass auf dich auf. Dennis. Was macht der Brief hier? Ist seine Schwester auch ein Opfer der beiden Typen geworden, oder... Was ist hier eigentlich los? Wo gehe ich genau hin? Nee, ich will da noch zuerst alles untersuchen. Mal die Leiche ansehen. Hier liegt auch ein Körper. Wer würde so etwas tun? Ich habe eine absurde Idee. Vielleicht kann ich ja hier das Foto benutzen. Nein. Den Brief vielleicht? Nee, natürlich nicht. Okay, nicht das Foto. Gut, dann sehen wir uns noch weiter um. Hallo Geist, lass mich in Ruhe bitte. Hier hinten vielleicht noch was? Nein. Lass mich in Ruhe, Geist. Ich will dir nichts Böses. Okay, was haben wir hier? Telefonleitungen sind gekappt. Ja, super. Boah, da ist ein Item. Wen soll ich auch anrufen jetzt in dieser Situation? Hallo? Die Polizei? Das sind zwei Typen mit großen Messern, die mich töten wollen. Ich bin in einer ganz komischen Welt und so. Mir würde eh niemand glauben, verdammt. Die Statue einer Frau, die Wasser holt. Nichts Außergewöhnliches. Aber da ist, oh, ein Geist und ein Item. Beschrifteter Schlüssel A. Oh, sehr gerne. Was haben wir hier noch? Nichts mehr? Gut. Nicht vom Geist erwischen lassen. Da kann ich speichern. Da ist Wasser. Mache ich auch gleich. Kann ich rausgehen? Kein Grund, jetzt umzudrehen. Ich muss Dennis finden. Ja, gut, da hast du auch wieder recht. Ein Patient auf Krücken. Sogar die Kranken und Verwundeten wurden von den Untergebenen getötet. Kann ich vielleicht hier das Foto der Mutter? Ja, kann ich. Gut, diesen Geist kann ich erlösen. Perfekt. Perfekt. Gut, was kriege ich denn von dir? Ein Tarnring. Ja, gut, alles klar. Kann ich hier rein? Das ist ein Aufzug. Nee, da will sie nicht rein. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Ich glaube nicht. Nein. Nein. Hier war ich auch schon. Ja. Hier gab es nichts mehr. Gut, dann... Ich habe volles Wasser. Dann würde ich bitte einmal gerne kurz speichern. Bitte einmal kurz speichern. Unterhalb des Schildes, wo Rezeption draufsteht. Gut. Wir sind jetzt... Ja. Krankenhausrezeption. 4. Stufe. Ja, man könnte auch sagen 4. Level. Und hier sind einfach mal 2 Gegner unterwegs. Aber wie krank ist das denn? Sowas von übel und bösartig. Aber dieser Geist da hinten. Ich konnte da irgendwie... Wow. Halt, kann ich vielleicht da hinten den Schrank öffnen? Nee, ich komme nicht mal durch. Scheiße. Ja, wirklich was entdecken konnte ich nicht, wie ich dem Geist vielleicht helfen könnte oder so. Kacke, kacke, kacke. Gut, ist das für eine Tür? Lässt sich nicht öffnen, gut. Lässt sich auch nicht öffnen, okay. Dann gehen wir einfach mal weiter. Da ist eine Treppe und hier drüben ist... Was ist das? Ein Loch in der Wand, keine Ahnung. Okay, dann kann ich hier unten mal vorläufig nichts mehr tun. Hier hinten ist auch nicht, alles klar. Kann ich hier reingehen? Was sind das? Oh, Klos. Kein Wasser. Oh, oh. Kann ich irgendwo... Och, ich habe Angst, ich will... Oh, ah, hier kann ich mich verstecken. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Und was haben wir hier? Nichts mehr. Okay, Klo bringt uns nichts weiter. Was haben wir hier? Willst du nicht lesen? Gut. Was haben wir hier? Da ist ein recht stabiles Schloss. Lässt sich nicht öffnen. Dahinter ist ein Portalfeld. Wenn ich nur diese Tür öffnen könnte. Ja, dann ging es uns allen besser, Alissa. Du sagst es. Was haben wir hier drin? Kann ich nicht öffnen. Gut. Auch nichts. In der Spüle ist auch nichts. Da ist ein Loch. Kann ich vielleicht... Da durchkriechen? Ja, kann ich. Alles klar. Was haben wir denn hier? Nichts. Eine Tür, die
Kann ich nicht öffnen, okay. Was haben wir hier noch? Warum geht bloß die Schranktür nicht auf? Sie ist nicht kaputt, es muss einen anderen Weg gehen, sie zu öffnen. Okay, dann lassen wir das mal. Was haben wir hier? Einen Spiegel mit einem Totenkopf drauf. Ja, super. Ja, gut. Alissa, stell dich noch cool hin. So, guck in die Kamera, danke. So, Leute, weil ich schneide, das war's für heute mit Clock Tower 3. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.